Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Tiered Cake Kristalltorte hergestellt habe. Und los geht's! Da ich ein Marmormuster haben möchte als Marble-Effekt, habe ich mir jetzt meine drei Farben ausgesucht und in Stränge ausgerollt. Die setze ich jetzt aufeinander und dann verzwirbel ich die gerade miteinander. Und wenn ich dann denke, dass das für mich dann so genügend ist, rolle ich den Fondant gerade aus. Ich rolle den Fondant relativ groß aus, weil ich eben mir dann das Muster für die Torte schön zurechtschieben kann. Also so habe ich die Möglichkeit, mir das Muster dann auch auszusuchen, wie ich es auf der Torte platzieren möchte. Diesmal ein Yellow Cake genommen oder gebacken. Das Rezept verlinke ich euch unten in der Infobox, genauso wie die Swiss Meringue Butter Creme. Und jetzt seht ihr hier, wie ich gerade mir den Fondant über die Torte lege. Und durch das, dass ich den zu groß ausgerollt habe, kann ich mir jetzt eben gerade überlegen, wie möchte ich das Muster platzieren, was gefällt mir am besten. Und das war eben der Hintergrund davon. Mir dann erstmal den überschüssigen Fondant groß abgeschnitten und streiche mir jetzt die Torte erstmal glatt. Fahre dafür erstmal mit der Handkante an der Torte entlang runter und dann gehe ich mit meinem Kletter drüber. Schneide ich den Fondant unten etwas sauberer ab, allerdings nicht ganz bis an die Torte entlang, da ich jetzt nochmal eine Platte oben drauf lege, den Kuchen umdrehe und den überschüssigen Fondant nach innen umklappe und festdrücke. Da ich kein Abschlussband unten an die Torte ansetzen möchte, habe ich so einen schönen Übergang und keine ausgefransten Kanten oder ähnliches. Und drehe die Torte dann gerade wieder zurück und somit habe ich einen schönen Abschluss. Hier suche ich mir jetzt noch für mich die geeignete Stelle aus, wo ich den Kantenzucker einsetzen möchte und ihr seht gleich auch noch, wie die Torte von innen aussieht. Da ich nicht möchte, dass der Anschnitt gerade aussieht, schneide ich mir das Ganze jetzt noch etwas franziger. Wenn ich mir das dann so zurechtgestellt habe, wie ich das gern wollte, habe ich dann die Innenseite nochmal mit meiner Swiss Meringue Buttercreme eingestrichen und dann konnte es auch schon losgehen mit dem Einsetzen von den Kandiszucker. Um die Kandiszucker einzufärben, gebt ihr sie gerade in einen Frühstücksbeutel, etwas Lebensmittelgelfarbe dazu und vermischt die gut miteinander. Und dann gebt ihr sie auf ein Backpapier zum Austrocknen. Ich würde das ein paar Tage vorher machen, dass sie auch gut durchgetrocknet sind und dann eben in den Tönen, wie ihr sie gern haben möchtet. Und dann fangt ihr an, die Kandiszucker einzusetzen. Ihr fangt mit dem dunkelsten Kandiszucker an und arbeitet euch dann von der Mitte, von innen nach außen, von dunkel nach hell. Eigentlich logisch. Und drückt den gerade etwas in die Buttercreme ein. Meine Kandiszucker sind alle eingesetzt und jetzt kommt die Torte erstmal für eine Stunde im Kühlschrank, dass sie Buttercreme anziehen kann. Mit einer Goldmetallic-Farbe fange ich jetzt an, meine Torte zu bepinseln. Die Intensivität und was für einen Pinsel ihr da benutzen möchtet und wie ihr das Muster drauf haben möchtet, ist natürlich euch überlassen. Da ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Jetzt einmal rundherum aussieht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich super freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne im Anschluss nachholen. Und ansonsten hoffe ich, dass du das nächste Mal wieder bei mir einschaltest. Also, bis dann. Tschüss.